Hi, willkommen zu einem weiteren Video der Resolve Tutorial Reihe. Bei mir geht es heute um das Thema Arbeiten mit LUTs bzw. Arbeiten mit FilmLUTs in Resolve. Resolve hat ein paar ziemlich gute FilmLUTs vorinstalliert und wie man damit eben richtig arbeitet, das zeige ich euch in diesem Video. Außerdem werde ich euch zeigen, wie man eigene LUTs noch importieren kann, wie man die Opacity einstellen kann und so weiter. Also viel Spaß mit diesem Video, los geht's! Bevor es losgeht, noch zwei Sachen. Das Ganze mache ich ja mit dem Jonah Plank zusammen, deshalb schaut euch auf jeden Fall auch mal seinen Kanal an und sein Video dazu, beziehungsweise von ihm kommen auch bald wieder weitere Videos zum Thema Resolve. Also schaut da gerne vorbei. Und die zweite Sache ist, wie auch bei den anderen beiden Videos, weise ich nochmal kurz darauf hin, dass die Tutorial-Experten von DVD Lernkurs auch ein sehr ausführliches Resolve-Videoschnitt-Training rausgebracht haben mit um die 11 bis 11,5 Stunden Lauflänge. Also wirklich sehr, sehr ausführlich. Das ist für alle empfehlenswert, die Resolve als ihr Hauptschnittprogramm nutzen wollen. Schaut euch das gerne an. Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Das sind Affiliate-Links. Damit könnt ihr Jonah und mich eben supporten. Jetzt geht's aber los mit dem eigentlichen Videothema. Ja, ich bin jetzt wieder hier in Resolve und habe jetzt meinen Clip geöffnet. Das ist ein Clip aus Island. Ich war ja im September bzw. Oktober in Island. Ist ein C-Log 2 Clip von der C200. In RAW Light wurde das Ganze gefilmt. Und da fangen wir jetzt mal an, das Ganze mit so einer FilmLUT zu graden. Ich öffne jetzt erstmal wieder ein paar Notes. Grundsätzlich die Film-LUTs oder generell viele LUTs, mit denen man arbeitet, sind Output-LUTs. Das heißt, die sollten ans Ende von der ganzen Color-Grading-Geschichte und nicht an den Anfang. Am Anfang nutzt man eher diese Input-LUTs, also sprich so Rec. 709 Transform-LUTs, um eben so ein Log-Profil in ein schönes Rec. 709-Profil zu bekommen. Aber diese ganzen Film-LUTs und so weiter, die sind in der Regel Output-LUTs, kommen also hier rechts ans Ende von der ganzen Reihe hier. Diese vorinstallierten LUTs findet man hier oben, wenn man auf LUTs drückt und dann hier auf Filmlooks geht. Die habe ich ja schon erwähnt und hier findet man jetzt eben so ein paar Fuji und Kodak Filmstock LUTs. Ich arbeite ganz gerne mit den unteren, also mit den Fuji und Kodak LUTs, die weiter unten zu finden sind. Und am allerliebsten arbeite ich eben mit dieser Kodak D60 LUT. Ich füge dir jetzt einfach mal den Footage hinzu, indem ich einfach hier Doppelklick drauf drücke. Aber ihr seht schon, so richtig gut sieht das noch nicht aus. Gleiches werdet ihr feststellen, wenn ihr das Ganze mit einem Rec. 709 Farbprofil irgendwie benutzt, dann sieht das auch nicht gut aus. Jetzt stellt sich die Frage, wie nutzt man diese LUTs eben am besten, wenn es im Log-Profil und im Rec. 709 Profil nicht gut aussieht. Und der Trick ist einfach, das Ganze eben zu kombinieren sozusagen. Also diese LUTs funktionieren am besten im Rec. 7 und einem Farbraum, aber mit einer Gamma-Kurve von einem Log-Profil. Um genau zu sein, funktionieren sie am besten mit einer Arri-Log-Kurve. Wie mache ich das Ganze jetzt? Das habe ich auch schon mal im vorherigen Resolve-Video gezeigt. Es gibt hier diesen Color Space Transform Plugin, das ziehe ich jetzt mal auf die erste Note drauf. Und gebe jetzt erstmal hier Input Color Space, das war in dem Fall Canon Cinema Gamut und C-Log 2 Gamma Kurve. So sieht es erstmal noch nicht schön aus. Wir müssen jetzt noch den Output Color Space einstellen. Ich hatte gesagt Rec. 709, so funktioniert das am besten. Und Output Gamma Arri Log C. Ihr müsst mal schauen, am besten funktioniert dieser Color Space Transform mit 10-Bit Footage oder noch besser 12-Bit, was auch immer. Mit 8-Bit Footage kann es sein, dass so ein bisschen so verschiedene Artefakte da entstehen. Müsst ihr einfach mal schauen, wie gesagt, am besten funktioniert es mit 10-Bit. Natürlich könnt ihr auch mit Sony Profilen zum Beispiel arbeiten, da müsst ihr dann hier entsprechend S-Gamut oder S-Gamut 3 zum Beispiel eingeben, je nachdem, mit was für einem Log-Profil ihr jetzt gearbeitet habt. Und hier bei Input Gamma daneben auch S-Log 2 oder S-Log 3 Kurve. Und dann wird es eben ganz einfach umgewandelt und sieht dann schon mal so aus. Das ist schon mal eine hervorragende Grundlage. Wir gucken uns nochmal vorher, nachher an. Und so sieht das Ganze ohne diesen Color Space Transform aus. Da hat sich also schon einiges getan. Das Bild sieht fast schon fertig aus. Auf diese mittleren Notes, also sprich zwischen FilmLUT und dem Color Space Transform, können wir jetzt unsere Anpassungen entsprechend machen. Zum Beispiel Kontrastanpassungen, Weißabgleichanpassungen und so weiter. So viel würde ich daran jetzt gar nicht mehr machen. Ich würde noch ein bisschen den Kontrast anpassen, die Sättigung noch ganz leicht erhöhen. Und dann gefällt mir das Bild eigentlich schon sehr, sehr gut. Dafür gehen wir jetzt wieder hier auf die Primary Reels und bei Lift mache ich jetzt die Schatten so ein bisschen noch ins Dunklere, erhöhe damit einfach so ein bisschen den Kontrast. Die Highlights würde ich hier vielleicht so ein bisschen sogar noch runternehmen und den Gamma, also die Mitteltöne, ein bisschen erhöhen. Also wirklich nur ganz, ganz leichte Anpassungen und die Sättigung noch ein bisschen erhöhen. Vielleicht nicht ganz zu stark. Ungefähr so. So viel habe ich jetzt nicht gemacht, einfach nur ein bisschen den Kontrast angepasst. Falls ihr jetzt sagt, die LUT ist mir irgendwie zu stark, dann könnt ihr natürlich auch die Opacity ändern. Das ist ein bisschen unübersichtlich, muss man sagen, und schwer zu finden. Dafür gehen wir hier auf dieses Feld, wo Key dran steht. Und da können wir dann den Key-Output runtersetzen bei dem Gain-Fenster.
Ich mache den mal ganz runter, damit man den Effekt sieht. Wenn er auf 0 ist, ist die LUT eben überhaupt nicht aktiviert. Und dann könnt ihr eben die Stärke der LUT hier entsprechend ein bisschen anpassen. Ja, so viel erstmal zum Thema Arbeiten mit diesen Filmlooks. Ich finde diesen Look super cool von diesen vorgefertigten Fuji und Kodak LUTs. Und die sind eben sehr, sehr einfach anzuwenden. Jetzt werde ich euch noch zeigen, wie man eigene LUTs importiert. Bei diesem LUT-Fenster werdet ihr feststellen, dass ihr hier kein Importfenster findet. Das ist auch wieder so ein bisschen versteckt. Und zwar muss man hier ganz unten bei diesem Einstellungsfenster draufklicken. Bei Project Settings geht dann auf Color Management. Dann findet ihr hier Lookup Tables. Könnt dann hier den Ordner Open LUT Folder öffnen. Dann habt ihr hier eben diesen LUT-Folder von Resolve. Jetzt sucht ihr ein bisschen rum, wo ihr auch immer eure LUTs eben liegen habt. Ich füge jetzt einfach mal meine Hamburg-LUTs ein. Da kann man entweder die einzelnen LUTs eben einfügen oder so einen ganzen Ordner. Ich ziehe den jetzt einfach hier mit Drag and Drop in diesen DaVinci LUT-Folder, schließe das Fenster wieder und drücke dann hier auf Update Lists. Dann dauert es einen Moment. Und dann findet ihr hier an der Seite auch eure LUTs, die ihr jetzt eingefügt habt, zum Beispiel die Frankfurt-LUTs oder Hamburg-LUTs aus meinem Pack. Genau, ist ein bisschen unübersichtlich, aber wenn man erstmal einmal weiß, wie es funktioniert, ist es auch gar nicht mehr so schwer. Ja, das war schon wieder von mir zum Thema Arbeiten mit LUTs. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Wichtig ist eben, dass man mit dem richtigen Farbraum und der richtigen Gammakurve arbeitet und dass man diese Output-LUTs, sprich diese Film-LUTs, aber auch meine LUTs aus meinem Pack zum Beispiel, dass man die immer ans Ende von dieser ganzen Kette sozusagen legt. Liegt einfach daran, dass diese LUTs verschiedene Informationen zum Thema Schwarz- und Weißwerten haben und verschiedene Farbwerte und so weiter sind ja in dieser LUT gespeichert. Und das würde man eben kaputt machen, wenn man noch Anpassungen nach dieser LUT eben aktivieren würde. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Und jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.